Ja, herzlich willkommen zu Max Payne. Und ja, ich würde mal sagen, ich habe bisher nur die erste Mission einmal durchgespielt und habe mir gedacht, ach, das könntest du eigentlich auch mal aufnehmen, ne? Also machen wir das doch einfach mal. Wenn wir schon dabei sind. Sound ist so geil auf Kopfhörern. Gunshot was an exclamation mark to everything that had led to this point. I released my finger from the trigger, and then it was over. To make any kind of sense of it, I need to go back 3 years. Back to the night the pain started. Das Ganze natürlich hier mit Widescreen Patch, ne? I was still in the force back then. NYPD, Manhattan, Midtown North Precinct, Hell's Kitchen. So when are you coming to work for me, Detective Payne? You'd make me work undercover in some hellhole. Sorry, Alex. Michelle and the baby come first. See? My last smoke. It's bad for the baby. That's you, Max. A regular Boy Scout. See, Alex? Still on for poker Thursday night, right? Like taking candy from a baby. Life was good. Sun setting on a sweet summer's day. Smell of freshly mowed lawns, the sounds of children playing, a house across the river on the Jersey side, beautiful wife and a baby girl. The American dream come true. Honey, I'm home. But dreams have a nasty habit of going bad when you're not looking. The sun went down with practice bravado. Twilight crawled across the sky, laden with foreboding. Michelle, honey, anybody home? I didn't like the way the show started. They'd give me the best seat in the house, front row center. Ja, ich könnte es natürlich auch mit deutscher Übersetzung spielen, aber dann funktioniert halt der Widescreen Patch nicht, weil das eine Mod ist und die Mod muss man halt in diesem kleinen Fenster da laden. What the hell? Ja. Something ugly had been tattooed on the wall, a map of things to come. It was a poison syringe, a magic tag full of diabolical meanings. Das ist hier noch so ein Max Payne, genauso wie auch der zweite Teil hier, Max Payne 2, halt, so das war noch richtig geil, auch damals schon, mit nicht voller Grafik, ja. Ich sehe gerade, meine GPU wird zu 26% ausgelastet. Das ist echt geil. Ja, Max Payne 3 habe ich mir zwar auch geholt und ja, hat erst auch Bock gemacht, aber irgendwie ist das nicht so wie das ursprüngliche Max Payne hier. Das Max Payne 1 und Max Payne 2. Das ist Max Payne einfach. Dieser dritte Teil ist so genauso wie, ja, Rockstar Games hat sich zwar echt Mühe gegeben und das ist zwar auch ganz nice, aber es ist halt zum Beispiel auch zum Vergleich zu GTA 5 einfach absolut, ja, es ist ein Witz. Und, ja. So. Weiter geht's. Erstmal schön die Beretta rausgeholt, jawohl. Listen, someone's broken into my house. Call 911. Is this the Payne residence? Yes, someone's broken into my house. They're still here. You have to. Good. I'm afraid I cannot help you. Who is this? Hello. Ah, kein Problem. Wir sind Polizisten. Wir regeln das selber. Alter Schwede, ey. Das das letzte Mal gespielt habe, also so auch richtig mit durchspielen,
Das war noch auf einem Pentium 3 mit einer, keine Ahnung, GeForce FX 5200 oder so. Lief natürlich längst nicht so geil, nicht in... Michelle! Das klingt gar nicht gut. Klingt überhaupt nicht gut. Ja, vor allen Dingen nicht in Full HD. Also eigentlich nehme ich sogar in 2K auf. Mit Downsampling spiele ich hier 2560x1440. Aber ich glaube, YouTube erlaubt mir das nicht so ganz. Obwohl ich das auch entsprechend rendere. Aber na gut. Michelle! Freeze! NYPD! Drop it! Bam! Bam! No! 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 Please God, no! Seine Tochter? Miese Scheiße. Ich würde dasselbe machen. Ach, ich brauche keine Matrix-Modus hier. Ich mach das so. No, 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 God, no, Frau please, tot. Michelle. Oh, baby. Amerikanischer Traum geplatzt. Sozusagen. That was 3 years ago. Everything ripped apart in a New York minute. The killer junkies had been high on a previously unknown designer drug, Valkyr, V. After the funeral, I told Alex I'd be transferring to the DEA. It took us 3 long years to get a break in the Valkyr case. Then, finally, 2 months ago, a dime dropper tipped us off that Jack Lupino, a mob boss in the Punchinello crime family, was trafficking. I went undercover. Infiltrated the worst mafia family in New York. I came in from the cold and the dark. Outside, the city was a cruel monster. I've been slowly working my way from the small time to the big fish, trying to get to the source of the drug. Alex and BB were my only contacts in the DEA, the only ones in this decrepit city who knew I was down here. BB here. Something urgent has come up with Jack Lupino. You need to meet with Alex immediately at the Roscoe Street Station. I hadn't had a face-to-face with Alex since I'd gone undercover. Ziemlich bescheiden aus. Outside, the mercury was falling fast. It was colder than the devil's heart, raining ice pitchforks as if the heavens were ready to fall. Everyone was running for shelter like there was no tomorrow. It didn't get any better when I got to the subway. The feeling hit me like a point-blank shot straight in the face. Something was not right about this. My Beretta stirred nervously under my coat, but the train doors had already shut behind me, and I was in for the ride. Next stop, Roscoe Street Station, and Alex. The station was drenched in gloom. Alex was a ghost, nowhere to be seen. I'd have to look for him. Ja, aber man merkt trotzdem gleich, dass das leider ziemlich altbacken gemacht ist und auf einem einzigen Kern, auf einem modernen Kern, der hier 4 GHz läuft, einfach nicht 60 FPS bringt, aber es ist trotzdem flüssig, also kann man nicht meckern. Es läuft auf jeden Fall besser wie ein altes Wing Commander 3 in der DOS-Box, ja. Oh yeah. Der Sound ist so pervers auf Kopfhörer, ne? I'd have to find Alex fast. Ich hab das ja früher immer noch, ja, hier mit so einem, wie so ein Logitech dann, ne? 2.1 Kreisströhnen-Scheiße eben. War natürlich ein Witz. Jetzt im Vergleich zu meinem AKG K550 vor allen Dingen. Diese Atmosphäre ist so krank. Das ist voll mies. Painkiller. The pills would ease the pain. So, und wie war das jetzt mit Schnellspeichern? Das ist die Frage, ne?
jetzt hier mal einen extra Spielstand an. Was? F6? Oder F5? F5 ist schnell speichern, okay. So, 10 Minuten habe ich, sehen wir noch. Da so. Boah, jetzt kommt der her, oder was? Halt die Fresse, Junge. Wo ist der andere? Ja, man könnte jetzt richtig coole Szenen hier... Oh, ich habe eine Desert Eagle gekriegt. Das ist natürlich richtig pervers geil. Aber leider wenig Munition. Das ändert sich jetzt auch nicht wirklich, ne? Man könnte hier jetzt richtig coole Szenen machen mit diesem... Ne? Aber irgendwie ist das nicht so... Das ist eine nette Spielerei zu Anfang so. Ja. Yeah. Aber damit. Also mir geht's persönlich immer nur eher auf den Sack, als dass es irgendwie wirklich Spaß macht, so zu spielen. Ein richtig guter Ego-Shooter da, oder überhaupt ein Shooter, das ist ja kein Ego-Shooter, das ist ja Third Person, weil wir ihn ja von oben so sehen und steuern. Ja, da geht's halt einfach zur Sache und nicht dieses hier, dieses. Weil das war im Film Matrix war das geil, aber im Spiel ist das jetzt nicht unbedingt etwas, was ich jetzt... Halt die Klappe da, Vogel. Komme ich an deine Knifte ran? Nee, Munition kriege ich leider nicht wieder. Okay. Das Verblüffende ist, dass ich tatsächlich noch weiß, wo die in etwa stehen und kommen, ja? Obwohl ich das schon so lange nicht mehr gespielt habe, also... Ich höre dich. Die Frage ist, wo höre ich dich? Aha. What the hell? Danke für die Pump Action Shotgun. Ah, ein bisschen dieser Eagle haben wir ja. Da komme ich noch nicht rein, das weiß ich. Ich muss hier runter. Erstmal. Danke für die Munition. Oh, das feige Stück hat sich verkrüht. Die Tür war eben noch zu, oder? Ah, zu euch komme ich auch noch. Da hätte tricksen können, weiß ich nicht, aber es hat schön Rums getan. Das hat gerade Spaß gemacht. Wie er so einfach umfällt, wenn ich gegenlaufe. Painkiller, ja, kann ja mal einen benutzen. While looking for Alex, I had ended up in the middle of a big time crime operation. Ich habe gespeichert, deswegen hat es kurz gestottert. Ja, ne, zu den Freunden komme ich später, weil da steht draußen auch nochmal hier so eine Ladung Bumm und dann... Das kommt aber erst ein Stückchen später. Gucken, ob wir das in dieser Folge noch schaffen. Ich möchte also diese 20 Minuten Häppchen versuchen einzuhalten, ne? Ja, das wusste ich, dass er da steht. Bei so einem alten Spiel wohl keine Frage, dass man das natürlich kennt und weiß, wo alles ist. A massacre. These armed thugs just appear from nowhere. We need to get help. I can make the call from the control room one floor up. Can you take me there? Das kann man mal ein bisschen was machen mit der Pump Action. Ja, hier komm, steh mir nicht im Weg, Junge. Laber mich nicht voll. Komm mit und mach die scheiß Tür da oben auf. Lauf. Hier, komm. Oh, Junge, bist du langsam. Und du willst ein Wachmann sein vom Sicherheitsdienst? Du Pfeife, ey.
Home free. This way. Hey. Look out. Ja, genau. Und dann lässt du den noch erschießen. Du bist so eine Pfeife, Alter. Nochmal abspeichern. Guten Morgen. Ruhe im Karton hier. Ihr Pfeifen. So, Painkiller, alles ist gut. Wir sind da schön am Nachladen. Flip, 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 flip. Hab ich so geil gemacht. Hier ist keiner mehr. Oh, hier gibt's nochmal Painkiller. Was wir haben, haben wir. Ja. Ich glaube, den haben wir vorhin alle gesehen. Zack. Mal speichern, das ist glaube ich eine nette Stelle. Ach komm, muss echt drücken. Laufen wir wieder hier runter. The train lit up like a Christmas tree. The power was back on. Er leuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Die Dialoge sind doch sowas von genial. Oh, hier liegt noch mal Munition rum. Habe ich mal per Zufall rausgefunden. Ich glaube, hier kommen wir nicht rein. Nee. Kommen wir nicht. Zack. Ab geht die Reise. So much for being subtle. Mauer. So. Ah, Mann. Ja, klasse. Ich hätte eigentlich nur die, da stehen so zwei Flaschen rum, dann kommt man da eigentlich weiter, ja. Aber naja, so, wie mache ich denn das jetzt? E oder Eingabe, Last Safe Game. Achso, jetzt darf ich einmal runterlaufen, ja. Ja, geil, Omar. Ja, okay, dafür mache ich jetzt dann aber hier keinen Cut. Ich nehme die Desert Eagle einfach. The train lit up like a Christmas tree. Mit C ducke ich mich, okay. Da kann er wahrscheinlich besser zielen und dann treffe ich das Ding auch und dann geht es hier auch schon weiter im Kontext. Beziehungsweise dann habe ich was, wo ich den Part mit beenden kann. Und dann kommt die nächste Folge dann halt in einem nächsten Video. Kann man das wegdrücken? Kann man natürlich nicht. Klasse. Hätte ich ein bisschen später nochmal speichern sollen. So much for being subtle. Ja, ich kann auch jetzt noch mal speichern, ne? Ja. Wunderbar. So wollte ich das. Das lässt sich speichern. Und wir haben exakt 19 Minuten und ein paar Sekunden. Voll geil. Speichere ich nochmal und dann beende ich den Part hiermit. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Max Payne.